Sir. Wir brauchen zwei Männer mehr. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Durch Morast und Blut. Das erste Kapitel der Kampagne von Battlefield 1. Verdammt! Oh, nein, 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 nein! Nicht fluchen! Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch! Edwards, schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch. Rose. Und danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. Nein, ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McManus. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiß ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren! Ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt! Das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Vollgas! Und somit herzlich willkommen auf dem Schlachtfeld von Battlefield. Schlachtfeld der Erste Welt. Wir sitzen hier in unser Big Bass, wobei hier Black Bass steht. Keine Ahnung, wie sie heißt. Als Fahrer Edwards. Und sollen die feindliche Artillerie ausschalten. Wir dürfen nicht im Schlamm stecken bleiben. Sie haben einen von uns erwischt. Augen geradeaus. Läuft. Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs! Ach, mal ein bisschen höher halten. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht klappt. Wir sind sehr langsam. Finch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es liegt am Schlamm. So, diesen Sack da oben haben wir auch. Oh, ist auch geschützt. Da war ein Geschütz. Was an dem Gegner. Dort recht! Diese Feldgeschütze zerlegen unsere Einheiten! Findet raus, wer in den Schuss kam! Und macht sie dann fertig!
Oh, hier ist er. Hier geht echt der Punk ab. Vorsicht, Kollege. Hör auf, mit deinem Luftgewehr auf meinen Panzer zu schießen. Lass meine kleine Big Bess in Ruhe. Sie ist eine gute Freundin. Diese MGs halten unsere Jungs auf! Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus! Sie liefern einen verdammt guten Kampf. Stellung halten. Ja. Hält unseren Jungs. Oh, komm, Junge, nach. So, Jungs MG. Vor. MG muss abgeschossen werden. Lasst sie nicht zur Ruhe kommen. Da oben stehen Geschütze. Blitz ist auf dem Rückzug. Ah, verdammt. Sehr gut. Halten und weiter unter Druck setzen. Nochmal zu kurz. Erwischt! Da ist noch ein Geschütz. Jawohl. Da ist ein MG. Ein MG weniger! Oh, da scheint noch ein Geschütz zu sein. Haben wir jetzt doch nicht zerstört. Ein Feldgeschütz weniger! Ich weiß nicht, ob wir jetzt das Geschütz zerstört haben oder nur den Schützen an sich. Da ist auch noch ein MG-Nest. Ach, kurz. Wir müssen doch ein bisschen näher ran. Jerry ist erledigt! So, guck mal, wo wir herfahren. Ja, jetzt geht's hier ab über den Graben. Bring uns zu dem zweiten Schützengraben. Ja, warte, warte, warte. Ich will euch eben schnell unsere Infanterie. Ach, Schützen. Stellung halten und Bereich sichern, damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Oh, da oben ist ein Schütz. Hier kracht's nämlich ganz schön. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, ne? Für König und Vaterland, Jungs! Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung. Wir fahren zu den Ruinen und räumen einen Weg für die Infanterie frei. Oh. Scheiße. Hey, wir können weiterfahren. Volltreffer. Blöde Sau. Mit X können wir reparieren. Erledigt, Sir. Weiter. Ah, da läuft. Weiter geht's. Jawohl. Das klappt wie gestickt Brot hier. Auch wenn der Panzer nicht fahren lässt wie ein Toastbrot mit Nutella. Durch wo rasten du? Wir werden direkt hineingeschmissen. Wer zuerst schießt, gewinnt. Lass mal einen MG nehmen. Komm, wo ist es? Ziel zerstört! Ich muss sagen, Big Bass, Black Bass, wie es auch mal heißen mag. Macht einen guten Job. Auf dem Rückzug.
MG weniger! Los, die Infanterie schafft es nicht alleine bis in die Ruinen! Ja, lass den Papa nur mal machen hier. Noch einer, der hoch hinaus will! Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling! Vorwärts, damit wir freies Schussfeld auf die Feldgeschütze haben! Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat einen Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Oh, damit ihr die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche bis zu unserer Ankunft in Combray, Jungs. Alles okay. Ach, voilà. Scheiße, zu hoch. Komm, bleib nach. Jerry macht keine Witze. Sturmpanzer! Er kommt näher! Dieser Landkreuzer schießt unsere Jungs in Stöcke. Edwards, bring uns hin. Schützen, wir sind die Schwachstellen. Ja, wie soll man hin? Vorsicht! Guck das mal an, was der uns zusammenrammelt. Jetzt bringt nur natürlich unsere Breitseite an. Ist gar nicht so fein. Aber auch die Granaten werfen, seid ihr bescheuert oder was? Es ist uns gelungen, vorzurücken! Sehr gute Arbeit, Jungs, wir fahren weiter! Die Fahnenstange hält noch unser Panzer auf. Feuer regnen! Köpfe runter! Kein Schuh! Sie bewegt sich nicht! Finch, geh raus und sieh dir das an! Pass auf deinen Arsch auf, Finchie! Edwards, du gehst ihm zur Hand! Ja, ich hab doch gerade repariert hier, was soll das denn? Schützen und weinlich einfach. Sie ist vorbereitet! Das war's! Sie schnurrt wie ein verdammter Löwe! Stärker, was ist da? Aber Autoteil! Jawohl! Ausgeschaltet. Gut gemacht. Die Besatzung reicht, ich muss das Geschütz ausschalten. Da oben im Häuschen. Hinten durch die Brust ins Auge. So soll das laufen. So, wir nehmen einfach mit. Wo? Günther ist Geschichte. Wo weiß das Geschütz Günther heißt?
Wenn ich nicht möchte, dass du über diese Mauer springst, dann springst du auch über die Mauer. Das rappelt aber auch hier. Leckt mich am Arsch. Oh, mal eine gute Party hier alle. Lasst meine Jungs in Ruhe. Erledigt die Feldgeschützbesatzung! Da ist die Artillerie. Alter! Leck mich am Arsch. Was hat da denn so gebumst? Wer zuerst kommt, schießt zuerst. Artillerie zerstört. Das war das Letzte! Das Dorf gehört uns! Ja, hat auch genug Leben gekostet. Beiden Seiten. Bleib an dem leichten Panzer dran! Jetzt ist die Sau stehen geblieben, oder was? Schöne Breitseite, komm. Der lebt immer noch. Komm, Big Bass. Feldgeschütz, los, los! Big Bass, Black Bass. Erledigt, weiter! Entschuldigung. Da ist auch was. Das war zu hoch. Geht jetzt tiefer an. Je größer die Entfernung ist, aus der wir es ausschalten, desto geringer ist die Chance, dass wir selbst getroffen werden. Da fällt ein Baum hoch. Au, Mann. Scheiße. Ja, hab ich den Zaun schon mal kaputt gemacht. Ziel zerstört! Das ist auch schon mal viel wert. Ja, voll! Ich bin stolz auf mich, wie wir das hinkriegen hier. Aber wenn wir es mit mehr Glück als Verstand machen, aber ist ja egal. Was steht da denn eigentlich rum? Ja, komm, helfen, der Kollege. Für König und Vaterland. Oh, ein Schuss. Voll. Big Bass. Du bist die Geilste. Ein Sniper drum sitzt. Wo willst du hin? Ja.
gekillt. Heizt ihnen ein, Jungs! Wir übernehmen diese Stellung! Unsere Kameraden sind Tiere. Nicht nachlassen, Jungs! Bald gehört diese Stellung uns! Ich weiß nicht, wer gerade auf uns geschossen hat, aber... Der Hütten hat geschafft. War nicht die, oder? Hier haben wir es gemacht. So, den Bunker nochmal. Eins weniger! Ah! Hör auf uns zu schießen! Wer hat zuerst geschossen? Jetzt alle gesehen. Noch ein MG-Netz. Ein Maschinengewehr weniger! Hier um alles kümmern, oder? Was war das? Die Air Force? Die Royal Air Force. Komm. Neuer. Wie werden die drin geboren? Lauf schneller. Ah, Feldgeschütze. Bäm. MG-Nest. Bäm. MG weniger. So ein dicker deutscher Panzer. Komm, 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 brennt er schon? Komm. Was ist da los? Weg hier! Ja, das wird sie ruhig stellen. Alter, was war da denn los? Da ging ja voll der Punk ab. Er ist geflüchtet, wenn ich es sage, wenn ich es euch erlaube. Infanterie! Machen wir sie fertig! Ach du Scheiße! Uno! Due! So, weiter geht's hier. Alle deutschen Stellungen auf der Brücke räumen! Ich bin doch schon dabei! Mach mal Platz hier! Bringe. Wer schießt hier also uns? Na Scheiße. Noch mehr Scheiß Schlamm. Schub erhöhen und durch. Dabei. Scheiße. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier Scheiße! Weg. Scheiße! Ich habe keinerlei Zugkraft! Treibt sie zurück, Jungs! Lasst es in Ruhe! Keine Zugkraft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Katzer! Bridget! Sir! Die Taube!
Das war der Finch, oder nicht? Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Jetzt sind wir unterwegs als Flugratte. Als kleine Taube, kleine weiße Taube, die die Jungs in Big Bass. Oh. Ja, das war, ist was schiefgegangen. Das Leben retten soll. Das Schlachtfeld von oben. Ein reines Chaos. Scheiße, was ist hier denn abgegangen, ey? Gut, dass es nur ein Spiel ist. Und keine Realität. Zumindest für uns nicht. Wir folgen jetzt diesen Ringen. Was sind denn Ringe gefolgt? Ja, so. Neue Befehle! Befehle vom Felser! Von Townsend. Jetzt geht's ab. Die Artillerie weiß Bescheid. 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau auf unseren Standpunkt. Oder Standort? Standort wahrscheinlich, ne? Da kommen sie an. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Kraft aus dem Schlammloch heraus. Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre, du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. War ja klar, immer auf die Kleinen. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Mikrostoß, Entschuldigung. So, verstanden. Auf geht's. Ab.
durch den Wald.